Hallöchen und willkommen zurück bei Let's Play Little Battlers Experience. Und bevor ich jetzt zu den Slums gehe, wo irgendwo dieser Hans herumstampft, will ich mal ganz kurz, aber nur ganz kurz mal woanders hingehen, wenn ich die Treppen finden würde. Der Plan ist die da, genau. Da habe ich nämlich bei einem Screenshot gesehen, dass man hier in der Spielhalle einen Automaten anquatschen kann. Kann ich nicht da reingehen? Geht das? Nee, schade. Das ist aber schade. Wo ist denn der Game Shop? Da ist der Bob's Burger Laden. Ich habe gesehen, dass man hier links den ersten Automaten anquatschen kann. Ja, man kann nicht spielen, aber irgendwas ist da, habe ich gesehen. Bei Screenshots. Nicht? Ich habe da irgendwo einen Screenshot gesehen, da war hier so ein Ausrufezeichen oder irgend so eine Sprechblase. Bei dem Automat, ich dachte, da kann man jetzt spielen. Ha. War ich wohl doch besoffen. Gut, dann gehen wir da raus. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich jetzt mich doch eher auf die Story mich fokussiere. Also zu sagen, okay, du bist ein Gegner, dich besiege ich. Entweder mache ich das jetzt viel weniger oder nur noch jeden zweiten Part oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo da das gesunde Mittelmaß ist, denn einerseits will ich wissen, wie es bei der Story weitergeht. Wo muss ich gar nicht hin? Ah, genau, hinter der Turnhalle. Die Turnhalle ist wahrscheinlich hier im Schulbereich irgendwo. Jupp. West Pacifica. Und da will ich auch der Story nachkommen, aber auch ein bisschen trainieren, um bei der Story weiterzukommen, denn da braucht man wahrscheinlich schon relativ früh ziemlich viel Übung. Und ja. Ist ein bisschen blöd, aber das kriege ich schon irgendwie hin. Mal gucken, wo eigentlich die Turnhalle ist. Oh, was ist das? Sieht aus wie der komische Hühnerstall von Inazuma 11. Von Inazuma. Auch so ein riesiges Schulgebäude, Wahnsinn. Gut, das ist aber keine Küste. Das sieht schon ein bisschen hinterhofsmäßig aus. Und eine wunderschöne Musik. Oh, war dann Graffiti? Okay, das sind die Slums. Eindeutig. Ich weiß es nicht. Wer rechnet schon mit sowas? Direkt neben meiner Schule. Ja, da kenne ich einige Schulen. Ich sag nur Belzebub. Oder Belzebub, wie heißt das? Irgendwie so ähnlich, da geht es auch so ähnlich zu. Diese Gegend ist mir nicht geheuer. Sehr vorsichtig, Jungs. Ab hier können wir jederzeit herausgefordert werden. Ach du meine Güte. Keine Sorge mehr. Wenn du Angst hast, bleib einfach in meiner Nähe. Und ich beschütze dich. Ich denke nicht, dass ich es bin, die Angst hat, Gabe. Okay. Gehen wir, Leute. Wird schon schief gehen. Ah, Katz, Cass Walker. Kommst du nicht? Hilf uns, please. Schöne Musik, ein Speicher Metamo wähle aus meinem Menü. Da konnte ich doch auch genau hier was kaufen, habe mir auch schon überlegt. Oder geht auch nicht. Die du über Street Pass senden möchtest, die hier kaufen, erhalten hast. Okay, alles über Street Pass. Gut, das habe ich ja nicht. Denn ich wurde im hintersten Kaktus einfach kein Arsch überhaupt. Spiele zockt und dann noch 3DS und dann noch dieses Spiel. Wir sind von Hooligans umzingelt. What? Ach du meine Güte, 3 gegen 3. Gegen Michael von den Slums in der Felsebene. Ach du Scheiße. Wie geht das als 3 gegen 3? Bewege alle?
Geht an und bewegen sich. Jupp, KI anscheinend. Und ich hoffe, eine gute KI. Besser als meine. Meine Intelligenz ist ja hoffentlich nicht künstlich, also gegen meine Intelligenz einfach mal irgendwo angreifen. Bisschen schief gehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, der gehört mir. Ich will den Kill. Online Gaming in a nutshell. Der gehört mir. Und ich bin tot. Moment. Huck. Moment. Vorsichtig. Der gehört mir. So sieht's aus. Down, down, down. Haben wir's? Jawohl. Alle in Ordnung. Jo, sieht ganz danach aus. Ich bin auch relativ frisch im Saft. Das gefällt mir. Aufgestiegen, aufgestiegen. Der Gast nicht, denn den juckt keiner. Getuned, sehr schön. Reparatur S, M, Bulldoze. Ah, diese komischen Symbole. So glaube ich eine Hand, oder? Also Bulldoze Arm. Öl S und eine Müllmedaille. Der restliche Knete. Jetzt könnte ich eigentlich theoretisch zurücklaufen, bevor ich es vergesse. Bitte, bitte, bitte. Jawohl. Ah, wie im guten alten Inner Summer Level 1 bis 3. In jedem Schritt lauert die Gefahr. Und jetzt gehe ich zurück und hole mir die fette Kampfbox. Die will ich auch mal testen, wie das geht. Hier habe ich auch keinen. Nö, leider nicht. Ah, 3 Stunden Schulweg. Was ist das hier? Ah, die Zoom-Stufe ist das. Okay, ich dachte schon Lautstärke, aber nee. Geht noch näher. Wow. Super. Gut, dann ganz, ganz kurz und ganz schnell zu den Shops. Dann hole ich mir den fetten Würfel. Und guck genau, fast vergessen. Kann ich dann anpassen? Ich denke zumindest das Buch. Jetzt haben wir da auch was. Sets. Okay, Set wäre wahrscheinlich das Ganze in einem Ding. Da müsste eigentlich ein Ämchen gewesen sein. Ist hier ein Bulldoze? Nee. Doch, da ist ein Bulldoze. Okay, da ist das wieder besser und das ist mehr Gewicht. Und mit dem Gewicht wird wahrscheinlich dann die Schnelligkeit nach unten gehen, obwohl noch keine Schnelligkeit ist. Oder wieder was? Da ist noch Info. Verteidigungsart. Aha. Ah, sieht man auch, wie die aussehen. Das ist ja cool. Und es hat schon Gelb dran. Okay, dann war es nicht hier. Da auch nicht. Ich habe irgendwas bekommen. Der Kopf auch nicht. Huch, war da was? Da war's. Okay, kann ich mir da einen rechten Arm hinbauen? Wie sieht das aus? Sieht aus wie zu viel einarmiger Bandit. Wie viel Norbertamin? Aha. Sieht irgendwie komisch aus, aber. Ich glaube, ich lasse es mal so. Keine Ahnung warum, aber. Ich lasse es so. Das sieht irgendwie ganz witzig aus. So, andere Waffen habe ich, glaube ich, auch nicht. Schilde. Ne, andere Waffe auch nicht, nur meine Schlagkrücke, mein Stahlstab, der ein bisschen schwächer ist. Gut, dann passt das auch. Dann habe ich einen fetten Arm, das ist wunderbar. Gut, dann ab zum Navarro's Model Shop. Und dann hole ich mir so eine sauteure mobile Kiste. Wenn ich gestern meine Medaille verkauft habe. Verkaufen. Items. Medaillen. Einmal. Bitte, danke. Ja. Sehr schön. Einmal. Jaha. Ha. So ein Stress. Kaufen. Items. Kampfwürfel. Römische Ruine. 10.000. Wahnsinn. Okay, hier gibt es 20 Kampfwürfel. Dann haben wir damit schon 5%. Woo. Gucken, wie das klappt. Gibt es ein kleines Tutorial? Nö.
Gott sei Dank. Wie geht denn das? Itemliste. Anpassen. Irgendwo nötig man nur die Items, die komischen. Gruppe. Nee. Ach, wo geht denn das? Einschränkung, muss LBX Index, Wartung, Controller. Kampferflug, da habe ich was. Ein Schlachtfeld mit in Abendsonne getauchten uralten Ruinen. Kann ich das angucken oder können wir einsetzen? Der hätte schon leicht Bock drauf. Na gut. Dann haben wir es zumindest auch schon mal was. Und wieder 10 Minuten einfach so verschissen. Yay! So viel zu heute, kümmere ich mich mal um die Story. Da kam ich ja sehr weit. Gut, ist ja alles noch Hashtag nur dann für mich. Also alles austesten, wie und was und wie. Gut, dann wieder zurück zur Schule. Also wieder dreimal durch die ganze Schule durchwatscheln. In meinen Entengang, denn ich habe keinen Fahrer und ich habe einfach nichts. Kämpfen will ich auch nicht, denn hoch da ist eine Kiste. Muss ich auch ein bisschen mehr umgucken hier. Was haben wir da? Dreieck, das ist glaube ich ein Schild, oder? Oder? Das sind alles so ganz komische Symbole. LBX-Teile. Könnte hingehen. Jawohl! 17 ist das Beste wie Lichtschwert. Mehr Verteidigung. Sieht auch ein bisschen cooler aus irgendwie, oder? Ansehen. Mhm. Schon ein bisschen fetter. So, jetzt im Vergleich habe ich jetzt das meiste kenne ich noch gar nicht. Auf jeden Fall habe ich da eine. Ich glaube, es ist besser. Sagen wir einfach, es ist besser. Ich kenne die ganzen Symbole für Hieb, Schuss, Speer und so weiter und so fort. Kenne ich noch gar nicht so richtig. Aber ich denke, das ist gar nicht mal so schlecht. Und jetzt kann ich auch noch Spanner ausstimmen. Jetzt kann ich noch das zweite einsetzen, wenn ich mal unterwegs bin mit meiner Waffe. Dass ich hier sage, okay, wenn ich mit der Pistole unterwegs bin, hole ich mein rundes, wunderschönes Schild. Gut, es ist ewig ins Menü reingehen und rausgehen. Laden. Wahnsinn! Ist da auch noch irgendwie was? Wie fällt es über sie? Nö. West Pacific, dann gucke ich mal. Spielt sie mir nochmal ganz in Ruhe um. Aber hier ist sonst nichts außer ein paar Leute, die gerne aufs Maul hätten. Wollen, aber nichts, ne? Da war ich ja schon mal. Gut, dann wieder ab in die Dangerous Bronx. Mal gucken. Vorsichtig. Und rein hier. Gott, sieht das gefährlich aus. Na gut. Wird schon schief gehen. Ganz vorsichtig. Dann sehen sie mich nicht. Und sie wischen mich doch. Verdammt. Wieder Hooligans. 3 gegen 3, 3 K.O.s. Vor allem sind von Hooligans, beziehungsweise das krasseste überhaupt. Gut. Let's go. Lass uns am besten einfach die anderen die ganze Arbeit machen. Und ich hole immer nur die Kills. Battle on. Perfekt, doch. Moment, das war so genau. Hoppala, aber. Was für dich? Ha! Na komm her, du. Wo? Ich bin ein richtiger Damage-Stealer, würde man sagen.
Was ist das? War doch schon mal relativ gut eigentlich. Etwas der dritte. Hoch, hoch. War schon. Ah, oh, super. Wollen wir da ein bisschen die Herausforderung fehlt. Level 4, sehr schön. Ich kann aber auch nur jammern. Okay, Bulldoze levelt ein bisschen langsamer. Dachte ich mir schon fast. Bei anderen Teilen. Reparatur ist noch eine Müllmedaille. Boah. Ich werde hier Millionär. Mal ganz ruhig. Überall Graffiti. Die Spuren des Bösen. So, nochmal dasselbe, so wie es aussieht. Gut, Öl bekomme ich ja genug. Also, das ist auch kein Problem. Jetzt gehe ich mal ein bisschen mehr in den offensiven Kampf. Hole ich mir mal den da. Na komm her, du. Da. Die Zeitattacke geht erst, wenn ich... Jetzt geht's, okay. So, und... Kraftschnitt. Right in your face. Oder auch nicht. Jetzt aber. Nicht heulen. Das tut dir mehr weh als mir. Ganz ruhig. Ein heulendes Hooligan-Kind. Wahnsinn. Keine Spannung, gut, vorsichtig. Da kommt mir Michael entgegen. Aua. Heult er oder lacht er? Ich bin noch relativ gut im Schuss. Hätte ich gesagt, wenn ich noch etwas mehr Leben hätte. Das war schön. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Gut, ich war gar nicht im Bild. Okay, dann passt das schon. Ich bin jetzt ein bisschen leicht verwirrt. Aber, aua, habe ich überlebt. Jo. Was für intense Kämpfe. So, Level 2. Flink wie der Wind. Aufgetunt, sehr schön. Noch ein Bulldoze. Diesmal so ein Brustteil. Und Kunoichi Kopf, oder wie? Ein Bulldoze-Arm, ein Kunoichi Kopf. Wie kriegt das so ein Monster zusammen? Muss man ganz kurz umrüsten, sorry. Ich weiß nicht, gerade sehr spannend, aber ich will nur ein bisschen rumspielen. Oder auch nicht. Okay. Muss ich gucken, ich habe irgendwas. Da ist was. Genau das hier. Okay, auch wieder mehr Gewicht. Okay, das ist... Auch noch mit Minus und Plus und so weiter. Boah, das ist mir zu hoch. Wenn es gut aussieht, dann behalte ich es. Sagen wir es einfach mal so. Da ist noch ein Trooper-Arm. Der ist definitiv schlechter. Da habe ich weniger Lebenspunkte. Und weniger Verteidigung, was mir dann mehr Schaden geben würde. Das will ich nicht. Da passt alles. Und bei den Füßen habe ich auch alles. Hier habe ich keine deutsche Füße noch. Ah, die wären leichter. Und dann hätte ich auch weniger Lebenspunkte, weniger Verteidigung, sogar mein Gutes weniger. Und bei den Füßen bin ich ja ultra langsam wegen dem fetten Gewicht wahrscheinlich. Aber unten steht Tempo. Ich dachte mir schon, wo steht der Tempo? Okay, D ist schlechter, C ist besser. Ich dachte mir schon, wo steht denn da die Geschwindigkeit oder sowas? Da steht der riesengroße Tempo und ich sehe es nicht. Gott, ich sehe aus wie so ein halber, halb Superheld und halb, keine Ahnung. Ich bin eine komische Missgestalt. Aber wenn ich dafür stark bin, passt das schon. Wenn ich gerade noch Babywurst bekomme, schon so eine komische Spezialattacke war das.
So, einmal auf Kunoichi. Flink wie der Wind. Vorwärtsangriff mit abschließendem Kinnhaken nach oben. Wow. Übertreib halt. Okay, das legen wir mal auf der Y. Mhm. Gut, dann spiele ich mal mit Kunoichi an der Stelle ganz kurz mal die Dings um. Denn das will ich auch sehen. So, Gruppe war da. Nein. Gut, Gruppe. Einmal du, einmal du. Der Gast hat nichts zu melden. So. Da komme ich ja weit. Ich weiß, ich könnte rennen, aber ich passe mich da der Situation an. Und wenn nicht, da wäre, ich würde so schleichen und überall verstecken. So, Felipe. Kommt mal her. Arthur schon Achilles. Aber ich freue mich schon so, wenn ich ihn endlich habe. Aber das dauert noch ein bisschen. Let's go, Kunoichi. Ich würde sagen Kunoichi, aber naja, wie gesagt, das englische Japanisch. Die möchte gern via Boost. Warte weg. Alle Männer auf mich. Nur weil ich so ein heißer Schnittchen bin. Bisschen rosa, bisschen pink. Und jeder denkt, wäre das so ein heißer Ischel, den man sich klar machen kann. Warte weg. Er schießt gleich so ein Sperma auf mich. Das habe ich ja ganz gern. Was ist schon wieder Lava? Wahnsinn. So, du brauchst erstmal. Warte weg. Für dich. Halt dich mir mal warm. Ich brauche noch ein bisschen, ja? Komm her. Also wenigstens eins hab. Wo ist der nächste? Warst du schon? Ach man. Ja, super Strategie. Ich wollte mir Flink für den Wind angucken, aber nee. Da waren schon alle weg. Alles getuned, sehr schön. Öl und Reparatur. Stimmt, apropos. Ich könnte ja mal wieder warten. Und während ich warte, warten. 13. Ach du meine Güte. Machen wir einfach mal alles. Sehr schön, da ging 2 drauf. Gut zu wissen. Gehen wir mal ein bisschen flott hier. Okay, da gibt es wahrscheinlich Einzelkämpfe. Da habe ich jetzt dezent Bock drauf. Lenny. Was machst du hier, Bengel? Ich bin eine Lady. So ein guter kleiner Junge wie du. Heute nichts verloren. Oder willst du hier trainieren? Hey, könnte witzig werden. Wir machen dich platt. One versus one. Oder? Nein, 2 gegen 2. Na egal. Ich will der Flinke den Wind angucken, wie das so ist. Okay, Multiplikator AP mal 3, Angriff mal 2. Kein Plan, was dazu. Wahrscheinlich eine Kombination. Let's go, Kunoichi. Vorsichtig. Du mit deinem großen Ding. Lass mich doch in Ruhe. Vorsichtig, vorsichtig. Und Bams. Da. Gott möchte Schaden. Wenn du aber diesmal könnte ich es eventuell schaffen. Wenn ich genügend Damage stiele. Jetzt müsste ich bald in Stufe 1 kommen. Komm her. So. Wo ist der nächste? Na und? Fresh wie der Wind. Geil. Einfach nur geil. Wieso musst du auch ausweichen? Tom. Komm her. Jetzt nochmal. Schade, leider nicht. Right in your face. Und nochmal. Right in your face. Explodiere und stirb. Verdammt, fast hätten wir es gesehen.
Zauber schon verdammt geil aus. So Level 5, perfekt. Noch mehr getunen, das geht ja wie am Schnürchen hier. Zulu. Irgendwas links. Entweder ein Ärmchen oder ein Beinchen. Ah. Ich glaube, es bloß nicht, dass du was Besonderes bist, Kleiner. Gibt eine Menge. Die stärksten als wir. Und den stärksten suchen wir. Der düstere Hans von Hans Helfern. So, das war da. Aber nicht bei Kunoichi. Die lassen wir. Zack, umgeswitcht auf AX00. So ein komischer Name. Okay, links, rechts, Arme und Beine gibt's nicht. Die Beine sind einfach nur ein Ding, also was hier? Zulu. Was ist denn das? Das sieht man hier. Mhm, so ein komisches blaues Ärmchen. Gut, da habe ich bis 1 mehr Lebenspunkte und 1 weniger Verteidigung. Also für 2 weniger Gewicht und 2 weniger insgesamt. Alles addiert oder wie oder was? Na egal. Das legen wir hier mal an. Gott, bin ich schön. Gut, es hält sich einigermaßen aus, also passt das schon. Kann man nicht meckern. Aber noch bleibe ich hier bei Amy. So, ganz vorsichtig, nicht zu langsam gehen. Das habe ich davon. Guck mal, okay, 3 gegen 3. Das war eine super gute. Ah, Wüsten Canyon. Das mache ich ganz gern. Oh, Level 5 schon. Aber bin ich ja auch. Schade, dass man hier nicht den Typen noch mit trainiert, den Dicken da. Den Gastspieler, denn der ist auch relativ gut, soweit ich sehe. Aber das war mir definitiv langsam, der Bulldoze. Na, komm her. Ah, ist der vorne schon okay. Trotzdem werden wir ein bisschen zu langsam und deshalb passt das schon. Ich gehe mal einen kleinen Umweg. Ah. Oh, nur weil ich so klein bin. Ha! Gott, ich bin so schlecht. Hoffentlich sieht mich keiner. Philippe, komm her, du! Haben sie auch relativ cool versteckt vor den Schüssen. Jetzt bleib doch mal oben. Mann, nun! Bleib doch, und ich bin tot. Nochmal. So, jetzt komm her. Right in your face. Na, so wie du. Gotta go fast. Gotta go kill Michael. Komm her. Los, ihr Fäuste. Guck, wie stark ich da bei den Fäusten bin. Nicht weglaufen. Komm her. Right in your face. Brauche ich ja 3 Jahre. Zack. Erstmal erwischen. Oh. Und? Schließen ist da, genau. Einer von euch kommt her. Irgendwer, scheißegal, ich würde. Michael? Leider weniger. Schnell. Oh, das war cool. Ja, aber eher gestoßen als geschlagen, aber trotzdem. Was zählt ist der Sieg. Erstmal Wand angreifen, sehr schön. Da ist Solomon. Dies nimmt auch der Vater, der Opa von Yami Yugi. Dies nimmt auch Solomon. Ich bin fast schon da, ich habe kein Dings zum Aufladen dabei. Also soweit ich weiß, ich bin ohne
Batterie. Ich brauche eine Batterie. Oder ich verstecke mich irgendwo und guck mal, dass ich gut aufladen kann. Ich hier wahrscheinlich schlecht. Ist irgendwo eine Battery? Das ist ein Kaktus, das ist keine Batterie. Kann ich irgendwie anfallen oder so? Sieht nicht so aus. Oh. Wie viel einer von uns noch ein zweiter? Das war ich. Sorry. Verloren? Oh. Na, ja, war ein etwas schlechteres Match. Wow, ganz ruhig. Da geht ja alles runter. Okay, das gibt Revanche. Und ich sehe gerade, 30 Minuten sind schon um. Ich bin gerade mal reingekommen. Das ist sehr schön. Gut, die mache ich noch platt. Dann gehe ich noch ein bisschen weiter und gleich finden wir ja Hans schon. Also ein bisschen blöd, wenn man da bei solchen Matches festsitzt und gar nicht denken könnte, scheiß drauf, aber man sich denkt, das zahle ich euch heim. Und dieses Umschalten ist auch so mega blöd. Wenn man mit dem Daumen den Charakter steuern muss und damit den komischen Zwischenknochen-Ding von Handfläche und den Finger an sich hin und her schalten muss. Ich bin also ultra ungelenkig. Ich weiß auch nicht, ob das Spiel den... wie ist das? Das Schiebepad Pro Dingsbums da unterstützt, aber ich denke schon, wäre zumindest etwas klüger. Ah! Jetzt bin ich ganz feucht wegen dir. Du kleines Schweinchen, komm her. Philippe? Yeah! Hat er auch keinen Block gekriegt? Jetzt sagt einfach nur so, yeah, wahrscheinlich. Weil ich was gerissen habe. So, Michael. Komm her. So, jetzt gibt's mal wieder einen kleinen Aufwärtshaken. Vielleicht platziere ich den in dein verdammtes Gesicht. Wenn ich das wischen würde. Aber ich bin aber wieder fast down, das ist sehr schön. Ich kann mir auch nur aufladen, da ich keine Items hier habe. Was auch suboptimal ist, würde ich sagen. Oh, vorsichtig, bin ein bisschen im ungünstigen Kreuzfeuer. So. Und komm her. Nein. Nein, ich lebe noch. Ich lebe noch. Irgendwie lebe ich noch, keine Ahnung wie. Bleib doch mal einer stehen. Gut, dann halt, Philippe. Jetzt kommst du daher, ne? Du kleines Arschloch. Sorry. Da ist irgendwas. Ah, okay. Das merke ich mir mal, das Grüne da. Komm her. Ich hoffe, es klappt diesmal. Boom! Das war schön. Und da ist noch Michael. Erstmal Kamera fokussieren und das war's. Nicht heulen. Puh. Das war intense. Kein Level up. Aber dafür ein kleines Ölchen. Mhm. Gut, apropos. Habe ich da keine? Öl brauche ich für die LBX, dass sie laufen. Reparatur. Oder wieder was? Das Öl. Bisschen reparieren. War einfach mal so. Oder werden die nach dem Kampf irgendwie aufgeladen? Ah, keine Ahnung. Nächstes Kämpfen denke ich einfach ein bisschen weiter, mal schöner im nächsten Bereich. Vorsichtig. Bin ich da, bin ich. Okay, dann gehe ich hier entlang Bandenrevier.
Aber jetzt irgendwo rein. Meine verdammte Neugierde. Okay, den Knopf noch und dann haben wir es wieder. Andreas der Trooper. Das ist ein Eigenglücksschwach und der ist Level 3. Iggy. Den hatten wir auch schon mal. Iggy. Mal wieder mit Konoichi. Kann ich irgendwie... Ah, was kann ich da machen? Ich kann die Taktik ändern. Ach, das ist ja cool. Kontrolliere der Trooper, ich kontrolliere sie ja, wie du willst, wie du willst. Werfen wir mal beide so. Wechseln. Gut, da gehen nur die beiden. Bulldoze geht nicht. Gut, dann gehe ich mal auf RX rum. Und fortsetzen. Was so. Das ist ja super. Das ist wahrscheinlich werden. Das heißt, ein Gefecht ist klüger als irgendwie so zu Beginn. Aber hey, wer gesagt, dass ich klug bin? Niemand, oder? Du wahrscheinlich schon dreimal nicht. Sprungangriff. Macht am meisten Damage. Ha. Nämlich Captain America hat das beste Schild ever. Bum, 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 bum. Nochmal von hier. So, wenn jetzt geht, Kraft, Schnitt. Wenn ich das mache bei ihm. Komm her. Und. Schlitz. Iggy, komm her. Gabe. Hilf ihm mal ein bisschen. Nee, er lebt noch. Oder lenkt mal. Yvonne ab. Mal. Moment, ich kann ja einmal wieder rausgehen. So. Dann zu Yvonne. Wo ist er? Da ist er. Wo? Da oben. Ach, wieder raus. Fangschuss. Sammeln gerade super gut. Bum, 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 bum. Und... geschafft. Jo, super. Alles ein guter Schuss. Wortwörtlich. Wow. Level 4, Level 4, Level 6, 6. Wow. Spiralschnitt. Querschlägerregen. Wie geil ist denn das? Keine Items. Gut, ich brauche nichts. Traue ich mich da noch rein in die kleine Gasse? YOLO! Puh, risky life. Okay, dann bleibe ich hier mal stehen, gehe keinen Schritt weiter. Und es weitergeht bei Little Better's Experience hier in den dunklen Slums. Ob wir Hans finden oder unseren Tod, das sehen wir dann im nächsten Part. Also, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao!